Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Kamezin. Wir machen weiter mit der Erkundung. Und ja, es ist bei mir ein neuer Tag und ich habe wieder Bock. Hab heute noch nicht gespielt. Und ja. Ey, es wird noch so viele Folgen geben. Ich bin... Vor allem, es kommen ja 3 Story-Finale und dann noch Rematches und was auch immer. Also, mittlerweile bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es 100 Folgen werden oder mehr. Trotz der 1-Stunden-Parts. Also schon heftig. Und ich glaube, da ist ein Trainer. Ja, wir gehen heute weiter westlich Zone 3 über die Mesclores-Passage. Ich glaube, das zählt sogar schon zur Mesclores-Passage. Also hier das Gebiet hier noch. Und dann hier durch. Ja, bis hierhin. Bis Pinchores. Und dann kurz nochmal Schmierhain. Und dann wird es wahrscheinlich schon ins Eisgebiet gehen. Also wir kommen gut voran. Und ich wollte noch eine Sache sagen. Es sind zwar jetzt schon sehr viele Erkundungsparts draußen, aber bei mir, wo ich das gerade aufnehme, ist gerade mal der erste draußen. Der erste Erkundungspart. Und da habe ich gemerkt, in den Erkundungsparts, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber mein Ton ist mit meiner Facecam nicht synchron. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil ich filme mit der GoPro und fügt das so zusammen, die Tonspur, damit das synchron ist. Und dann müsste es ja eigentlich bis zum Ende hin synchron sein. Ich habe ja nichts pausiert, nichts geschnitten. Aber es ist nicht synchron. Nicht 100%. Es ist ein bisschen, ganz bisschen asynchron. Und das finde ich, das wundert mich so stark, weil es macht einfach gar keinen Sinn. Weil ich habe es ja synchronisiert. Deswegen, ich weiß nicht, irgendwie gefühlt... Was heißt nicht nur, es ist nicht nur gefühlt, ich habe es überprüft, desto länger die Tonspur geht, desto immer weiter verschiebt sich die Tonspur vor das Bild. Ich habe keine Ahnung, also gibt sicher irgendeine technische Erklärung, aber ich verstehe es nicht, das ist mir zu hoch. Hier ist auch ein Trainer, keine Ahnung, Leute. Deswegen kann es eben sein, dass es im späteren Verlauf der Folge oder generell nicht 100% synchron ist, aber es ist jetzt nicht so, dass man, also man merkt es wahrscheinlich nicht mal, wenn man es schaut, aber wenn man sich mal ein bisschen darauf konzentriert, dann merkt man eben manchmal, ich habe es versucht eben so gut es geht hinzubekommen, aber ganz perfekt geht es irgendwie nicht. Deswegen werde ich diese Folge mal was probieren und werde so bei einer halben Stunde mal Pause machen, Aufnahmepause und die Facecam und diese Datei hier speichern. Weil das ist bisher bei den normalen Folgen, die immer so eine halbe Stunde gingen, nie passiert. Selbst die Folgen, die 40 Minuten und mehr gingen, ist es noch nie passiert, dass auf einmal der Ton asynchron wurde. Wir probieren es mal aus, ob das irgendwas ändert. Okay, jetzt gucken wir hier noch die Felsen an. Hier scheint aber nichts zu sein. Da unten waren wir ja, glaube ich, schon, ne? Das müssten wir schon gesehen haben, oder? Ah, nee, ich bin... Nee, doch nicht. Das müssen wir auch noch angucken. Ja. Vielleicht wird es dann besser. Ich muss mir noch einen Wecker stellen. Habe ich vergessen, wo ist mein Handy? Mein Handy liegt da. Okay. Ansonsten einfach wieder entspannt ein bisschen grinden. Ich nehme das hier am 12. auf. 12.01. Also bei euch ist es wahrscheinlich schon der 20. oder so. Und zu dem jetzigen Zeitpunkt kommt mein Album morgen, also am 13. Wenn ihr es seht, ist es schon längst draußen. Gönnt euch. So, wir besiegen jetzt mal die. Da ist auch irgendwie so eine... Oh, da ist eine Höhle. Ja, das dachte ich mir. Genau. Das ist ja hier quasi so... Hier ist so ein Tunnel quasi. Das habe ich schon auf der Map mir gedacht. Wir werden natürlich durch den Tunnel und oben drüber auch gehen, beides. Wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich lieber einen Berg hinauf oder hinunter klettere, dann lieber hinunter. Oh, das ist eine gute Frage. Auch sehr, sehr persönlich. Also das, da gibt es verschiedene Ansichten. Ich glaube, ich bin... Nee, ich glaube auch hinunter besser. Aber es kommt immer auf die Route an. Manchmal ist hinunter eben auch sehr, sehr anstrengend. Je nachdem, wie steil halt.
sagen wir mal, wenn es nicht allzu steil ist, dann ist runter leichter. Aber wenn es sehr steil ist, dann glaube ich, ist runter vielleicht sogar noch krasser. Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Also zumindest für die Füße, nur für die Füße, ist runter auf jeden Fall anstrengender. Aber so für den ganzen Körper und die Beine und die Oberschenkel, da ist es natürlich rauf schwerer. So, jetzt müssen wir mal gucken. Gehen wir erst rein? Ich glaube, wir gehen erstmal rein in die Höhle. Davor steht auch wieder ein Trainer. Stimmt, und hier müssen wir auch noch kurz hin. Da markiere ich mir mal hier vom Höhleneingang kurz das Ziel, dass wir wieder zurückfinden. Und den Wecker stelle ich mir auch gleich. Beim nächsten Trainerkampf. Und ich gebe auch heute nicht die Hoffnung auf, dass wir nicht doch noch ein Shiny Random treffen. Zumindest möchte ich es nicht aufgeben. Also. Vielleicht doch erst oben drüber, ich weiß nicht, weil hier ist halt so, hier geht's halt da hoch. Ja, dann lassen wir das hier noch übrig, aber hier ganz kurz noch abchecken. Mystowellen. Hatten wir anscheinend schon. Habe ich noch nie in dem Let's Play irgendwie mitbekommen. Ah, genau. Da sind wir jetzt quasi vor dem, keine Ahnung, wie soll ich das nennen? Planetarium. Okay, und da geht es dann quasi hoch. Und da ist dann auch ein Weg. Quasi. Genau, das ist jetzt hier schon Montanata. Und da ist noch ein Terra-Pokémon. Aha. Wolverock. Ey. Psyopatra. Wecker stelle ich mir auf. Mach ich gleich. So, aber hoch gehen wir noch nicht. Ein Ursaring. Top-Genesung. Level 44, nicht schlecht. Okay. Dann geht's zurück. Hier waren wir gerade. Und wir gehen mal, wir gucken mal in die Höhle rein. Beziehungsweise besiegen erst den Trainer davor. Dann gehen wir da einmal durch. Weiß ja nicht, wie groß die ist, ob es nur ein Durchgang ist, ob die, oder ob die mehrere Gänge hat, ob die größer ist, keine Ahnung. So, Wecker ist gestellt. Kasimir. Lol, ein Kramor. Oh mein Gott. Noch nie gesehen im Let's Play. Aus Pokémon Schwert und Schild. Feier ich. Das habe ich damals auch echt gefeiert, muss ich sagen. Immer noch. Mega. Sieht richtig cool aus. All Black. Psychobeißer war Trash, okay. Wusste ich nicht. Ah, das war ein Volltreffer. Ja, okay, Level 38. Ey. Drei Hits. Für so ein Levelunterschied. Bitter. Boah, mein Rücken, ey. Okay, ich sehe da hinten. Da ganz hinten schon einen Molunk in der Höhle. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. YouTube stellt ja leider die Videos immer dunkler. Da kann man auch nichts gegen machen. Das ist tatsächlich so. Aber das hat jeder. Das ist ziemlich krass sogar. Das ist, die Videos werden immer, egal wie hell ihr sie rendert und was auch immer, die werden immer deutlich dunkler beim Upload. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie als größerer YouTuber übergehen. Also, ob es das da immer noch ist, aber ich glaube schon. Und ja, deswegen, aber hier in dem Spiel sind jetzt keine Szenen oder keine so dunklen Stellen, dass ich die irgendwie im Nachhinein heller machen müsste. Bisher zumindest. Das passt. Aber das kann auch passieren. Okay, interessant. Messklarer voraus. Und hier sind Schnäppke. Die sehen schon cool aus. Welches Level?
36. Okay, also es ist nicht eine Höhle. Ah, und hier ist der Pokécenter. Okay, das sah so aus auf der Map, als wäre das, so eine, so ein Turm quasi, so hochgelegen, aber ist es gar nicht. Das heißt, wir sind hier zwischendurch an der Luft und das ist echt cool. Ist wie so ein Talkessel. Sehr, sehr schön. Bergpfad. Es gibt einen Bergpfad. Das gucke ich mir ganz kurz an. Aber oben an die Oberfläche gehen wir natürlich nachher nochmal. Ah, okay. Hier kommt man über so... Boah, das sieht ziemlich cool aus. Aha. Aha. Also immer wieder Höhlenabschnitte. Auch sehr schönes Gebiet. Ist da... Oh, Wasser. Ui. So eine Quelle. Boah, das sieht richtig... Also das ist richtig schön hier. Boah, hier würde ich mich auch so wohlfühlen. Wirklich. Auch im Schnee und so. Mega geil. Ja, wir gucken uns mal kurz an. Wo wir da rauskommen. Ziemlich komplex strukturiertes Gebiet. Geil. Wieder eine Wanderin. Oh, Gastroda haben wir auch noch nicht gesehen im Let's Play. Aber die Vorentwicklung. Boden, glaube ich. Keine Ahnung. Eiszaun. Ja, wir treffen nicht. Ich würde sogar sagen, dieses Gebiet ist mein Favorite Spot in der ganzen Map jetzt. Das letzte Mal habe ich das, glaube ich, gesagt, bei diesem kurzen Höhlengang zwischen diesem Teil der südlichen Zone 2 und einem anderen Teil. Ah, es sind zwei Gastrodo, eins männlich, eins weiblich. Aber ich glaube, das hier finde ich noch cooler. Boah, das ist halt echt, also so... Boah, ich würde mich hier echt wohlfühlen, glaube ich. Wie gesagt. Sehr, sehr geil. Und es ist eingefroren. Kriegt man eigentlich Schaden bei Einfrieren? Nee, ne? Ich glaube, man ist nur gestunt. Oder? Ich glaube, nur gestunt. Ah, wir können natürlich wieder hier in Friedwurf reinschauen. Das müssen wir mal probieren bei den anderen Pokémon, ob es auch geht. Müsste ja auch irgendwie gehen. Okay, also hier geht es jetzt hier in diese hohe Höhle. Schnäppke. Aha. Das heißt, oben drüber gibt es dann gar keine... Oh, Alter, das ist ja ultra, ultra riesig hier. Gibt es gar keine flache... Keinen flachen Weg? I don't know. Boah. Krass. Okay. Wie kommt man hier hin? Achso, ich glaube, wenn wir weitergegangen wären... Nee. Ah, okay, verstehe, ich verstehe. Die Höhle, das ist der Ausgang. Das heißt, da geht man so quasi wie in so einer Wendeltreppe nach oben. Warum? Was ist das? Voll schwarz einfach. Was ist das denn hier? Was? Oh, da geht's runter? What? Okay. Ist das nur so ein kleines Gebiet oder ist das auch wieder ein Höhlensystem? Bro, das wird ja hier ganz schön kompliziert. Was ist das denn jetzt? Ich denke, es ist so ein Durchgang. Wie viele Höhlen und Durchgänge gibt es hier denn? In welche Richtung gehen wir gerade? Ich glaube, wir gehen gerade sogar in Richtung vom Gebirge. Oh Gott, ich werde hier doch... Oh mein Gott, ich werde mich doch so verlaufen hier. Boah, das könnt ihr doch nicht machen. Ist jetzt schon voll kompliziert. So, da kommt man jetzt... Ach, lol. Nein, da kommt man wieder beim Pokécenter raus. Ach so, das ist hier alle möglichen Tunnel... Durchgänge führen hierhin oder sind mit hier verbunden. Ja. Uff. Trotzdem, da gab es noch einiges zu sehen. Ich muss noch mal kurz dahin.
Und dann mal rechts gehen. Also hier runter und dann rechts. Oder hätte es da hinten auch nochmal eine Abzweigung gegeben? Ja, hätte es auch, glaube ich, oder? Boah, das ist kompliziert. Kamera. Ja, genau, hier wäre es noch nach rechts gegangen. Ah, und hier kommt man dann quasi an der anderen Seite raus. Aha. Ach nein, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ah, okay, ich bin quasi zurückgegangen. Ja, okay, muss man auch erstmal raffen. Da kommen wir her. Hat man von unten oder habe ich gar nicht gesehen, dass da noch ein Höhlengang ist? So, und jetzt hier noch gucken. Crazy shit. Genau, jetzt sind wir gleich im Eisgebiet quasi. Da wird es ja safe auch einen Ausgang geben dann. Aha. Sehr spannend. Das ist schon echt geil hier. Oh. Da ist ein Terra-Pokémon. Boah, das, da warte ich jetzt aber was Starkes. Das sieht richtig episch aus hier. Und da geht's weiter? Yo, was ist denn hier? 100 Höhlensystem. Oh, Lucario, okay. 75! Okay, ich habe mein starkes Pokémon bekommen. Fast schon zu stark. Bro, chill. 75. Alter. Das ist selbst für uns eine Stufe zu krass. Also, wenn ihr ein OP-Lucario wollt, holt's euch hier. Und da unten ist auch ein Trainer. Ja, gut, dann machen wir erstmal alles Unterirdische. Kann ich mich, ja, ich kann mich porten, okay. Lucario folgt mir. Wenn wir uns mal verirrt haben, können wir jederzeit zurück zum Pokécenter und nochmal neu starten. Krass. Wer hier die Orientierung sofort behält, Respekt. Sonnebonbon. Sonne, Regen, Schnee. Die wird wahrscheinlich mit Wettereffekten kämpfen. Na dann. Je nachdem, wo man sich in Paldea aufhält, kann das Wetter völlig anders sein. Ja, schon. Aber ich glaube, Schnee ist das Einzige, was ortsgebunden ist, oder? Ein Hypnomorba. Das haben wir, glaube ich, bei Asarilla gibt es, glaube ich, wild. Und sonst, glaube ich, nirgends. Keine Ahnung. Okay. Brr. Aber da geht es jetzt in eine andere Richtung. Da geht es wieder so. Ich glaube, wir kommen jetzt wieder hier rum raus beim Pokécenter. Das war der Weg, wo wir noch nicht hingegangen sind. Quasi nördlich von da, wo wir gekommen sind. Das würde zumindest Sinn machen. Das würde den Kreis schließen. Eieiei, nee, es kommen noch weitere Fragen. Eieiei. Okay, nee, doch. Ist es. Hier ist der Pokécenter. Ja. Okay, dann gehen wir da gleich zurück. Da waren wir noch nicht. Und hier ist auch ein Typ mit einer Belohnung. Vielleicht haben wir schon genug. Einer war auf jeden Fall noch da, wo wir gleich hingehen. Krass. Habe ich nicht gedacht, dass es hier so viel Content gibt. Aber ist ja gut. Hallo, ich bin von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß am Kämpfen? Du hast im Mestoros-Passage gegen drei... Ah, ein noch. Miese Brise. Gut, dann gehen wir halt kurz rein, hauen den weg und gehen dann nochmal hinter. Ich habe gerade irgendwie ein Stechen im Fuß. Keine Ahnung warum. Aha. Umdrehen lohnt sich. Okay. Aber der Weg führte dann auch zu diesem anderen Weg?
Aber da gab es doch nur einen Ausgang, dachte ich. Ich komme ursprünglich aus dem Norden, daher bin ich immer ganz hibbelig, wenn es kalt ist. Hibbelig? Was heißt hibbelig? Du solltest es ja dann gewohnt sein, eigentlich. Vielleicht so vor Freude, so Heimatfeeling. Kälte ist richtig nice. Kann richtig nice sein, kann auch richtig scheiße sein. Aber an sich ist Kälte für mich eher was Gutes. Oh, Schutzschild. So, nicht vergessen, dass wir die Pause dann mal nachher mal machen. In 10 Minuten mache ich einen Cut. Elixir, okay. Weiter geht's. Okay, da ist ein Ausgang. Also, wir kommen woanders raus, glaube ich. Wo sind wir jetzt? Ah, nein, nein. Ja, ja, das ist richtig, genau. Weil da sind wir quasi zurück beim Ausgang gekommen. Genau, das ist quasi jetzt der Pfad, wie ich ihn mir auch vorgestellt habe. Jetzt sind wir quasi sehr nah schon an Pinchorras. Und das... Ah, das war das Giftversteck. Da gucken wir gleich nochmal. Also nachher. Wenn wir mit der Mestoris-Passage fertig sind. Im Versteck selber haben wir, glaube ich, noch gar nicht wirklich geguckt. Aha, aha, ja. Interessant. So, bevor ich jetzt aber hier weitergehe, werde ich, glaube ich, erstmal zurückgehen und obenrum abchecken. Also über dem, wo wir gerade waren. Beziehungsweise erstmal dann, oder nachher, wenn wir da sind, auch noch mein Geschenk abholen. Beziehungsweise ich glaube, ich porte mich einfach hin, ja. Genau. Und dann gucken wir oben lang. Da gibt es ja auch noch sehr viele Bereiche, kleine Bereiche. Und was kriegen wir jetzt wohl? Was? Der Trainer da innen hat nicht zum Escloris-Passage gehört? Okay. Zu Westin Zone 3 anscheinend. Komisch. Na gut. Ja, ist schon ganz schön hoch. Beziehungsweise tief, dieser Poke-Center. Aber jetzt erwarte ich eine gute Aussicht. Ja, passt. Krass, das ist die östliche Zone 3. Mhm. So, jetzt müssen wir ein bisschen strukturiert vorgehen. Aber das hier oben fehlt ja auch noch. Eigentlich würde ich mich fast sogar gerne hier importen und dann hier nochmal anfangen, von da aus. Ja. Ich mach mal hier Ziel, dass ich weiß, in welche Richtung. Okay, in die Richtung. Wir gehen wieder möglichst an den Anfang. Da ist noch ein Trainer. Das müsste ja zumindest Clogas Passage gehören. Aha. Das kann man definitiv übersehen. Puh. Ey, ah, Gott. Okay, und das sind auch Ruinen. Und ein Milzer. Mach den Kopf frei. Wenn ich den Kopf frei mache und mich meiner Gefühle entledige, spüre ich auch die Hitze des Feuers nicht mehr. Tja, ein Mönch also quasi. So, Spiritualität und Kampfkunst ist ja
gehört ja tatsächlich ein bisschen zusammen auch. Brr, warum machen die hier alle brr? Weil denen kalt ist? Wahrscheinlich. Ah, das war offensichtlich. Okay. Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Es kribbelt. Ein Gierspenst. Ja, dann gehen wir mal zurück. Da ist noch ein Trainer. Eieiei. Ah, wieder ein Schwarzgurt. Na gut. Rassaf. Ich muss mal die Spitze meines Teams auswechseln. Ich will mal wieder jemand anderen sehen. Die machen nach dem Kampf alle Geräusche, als würden sie sterben irgendwie. Sklerokrog. It's your turn. Okay, hier schneit es jetzt schon. Obwohl wir runtergehen. So, hier haben wir ganz kurz geguckt. Genau. Da oben sieht man, ja, das sieht man, die Eisarena, wo Gruscha war. Und hier ist eine Drachenprofifrau. Naja, okay. Boah, viele Trainer heute, ne? Das ist jetzt schon die 7. oder so. Nach ihr mache ich mal einen Cut. Wie heißt die? Wilhelma? Wilhelmina. Ah, da ist es. Sehr schön, dass die, ich glaube doch, es hat nichts mit Wampitz zu tun, diese erste Entwicklung. Davon haben wir die Vorentwicklung schon gesehen. Ist schon echt cool. Und ja, Drache. Ja, doch. Sieht nice aus. Dem gebe ich tatsächlich eine 10 von 10. Den finde ich sehr geil. Kriospino, auch cooler Name. Ja, mal gucken. Könnte One-Hit sein. Okay. Schön. Wieder neues Pokémon gesehen. Viele dürften es nicht mehr sein. Abgesehen von Legis und so. Und, ne? Okay. Dann mache ich jetzt mal hier ganz kurz einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Alles synchronisiert. Ich hoffe, jetzt ist wieder alles synchron, falls es davor asynchron war. Mal sehen. War ich jetzt? Ja, hier war ich schon. Da waren wir auch schon. Genau. Und jetzt geht es wieder oben. Weiter oben lang. Hier lang. Ich markiere mal wieder ein kleines Ziel, würde ich sagen. Und zwar einfach hier. Oh. Eine ganze Herde von Pyroleo. Mit, wo quasi beide Formen vertreten sind. Interessant. Ich weiß gar nicht, ist das, sehen die anders aus? Also gibt es da verschiedene Formen oder sind das einfach nur männlich und weiblich? Ich glaube fast männlich und weiblich, oder? So, und hier ist tatsächlich wieder ein Trainer. Alter. Ach, Gruscha. Ich will den ehemaligen Profi-Snowboarder Gosha treffen, aber ich habe mich verlaufen. Ich habe übrigens nochmal auch geguckt.
Rushard wurde tatsächlich zu einem kleinen Meme. Also ich war nicht der Einzige, der sich da gewundert hat. Und ja. Also sieht er immer noch aus wie eine Frau. Und da war ich Gott sei Dank nicht der Einzige, der das missinterpretiert hat und immer noch komisch findet. Naja. Okay, Gisela. Ach, Grusha, wo bist du? Okay, anscheinend war die befreundet mit ihm. Oder so. Keine Ahnung. Scheiß drauf. Wieder ein Jalapeno. Wo es wahrscheinlich tatsächlich keine Entwicklung gibt, leider. So, da unten waren wir aber auch noch nicht so richtig, ne? Also hier waren wir schon. Aber hier... Hier so seitlich eher nicht. Oder? Auf jeden Fall nicht viel gesehen hier. Ja doch, wir waren hier und sind darüber, genau. Aber hier hoch sind wir noch nicht. Da war, glaube ich, auch eine Trainerin hier irgendwo. Ja, da oben, glaube ich, ist noch eine Trainerin. Ja. Alter! Wahrscheinlich werden es 10 Trainer oder mehr. Genau, das wird damals hoch. Okay. Hä? Da kannst du nichts machen. Aber Level 40 schon besser. So. Langsam bin ich's leid. Lol. Wir sind einmal, wir sind jetzt von der anderen Seite gekommen. Das ist die gleiche Trainerin. Die haben wir gerade besiegt. Ha. Ja gut, kann passieren. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Irgendwie kribbelt es mich in der Nase. So, hier oben waren wir aber auf jeden Fall noch nicht. Auch eine Trainerin. Ah, und hier kommt man quasi dann ins Schneegebiet von dieser Seite. Das heißt, ab da ist für uns Schluss. Erstmal. Waren wir da auf diesem braunen Felsen? Wahrscheinlich schon. Zumindest war da nichts. Okay. So, die letzten grünen Ausläufer. Ja, komm, wenn ich schon hier bin, dann hole ich das Ding da kurz. Aber das gesamte Schneegebiet machen wir in einem Stück. Da ist dann jetzt so ein Steinweg. Das sah auf der Map so aus, als wären das Felsen. Also hohe Felsen, aber im Gegenteil. Das ist eher Tal hier. Also kann man dann hier langlaufen? Müssen wir uns gleich nochmal ansehen. Ich markiere mir mal kurz. Machen wir hier eine Markierung. Wir müssen ja noch die Trainerin besiegen. Und hier ist auch irgendwo ein grüner Fleck. Aha. Ja, ist nicht nur ein Fleck. Ein Psiopatra Terra kristallisiert. Ja, also jetzt ist wieder ultra kompliziert alles hier. Eieiei. Jetzt ist mir schon wieder zu viel hier für mein Gehirn. So, hier war irgendwo eine Trainerin da. Schwarz hinterlegt, also gut für dieses Gebiet. Na dann. Ich glaube, ich werde hier einen Trainer-Counter machen. Das ist echt anormal. So viele Trainer hatten wir safe noch nie in einem Part. Weil wir hier halt auch noch gar nicht waren. Aber wirklich, selbst dafür haben die hier wirklich sehr übertrieben, oder? Mit Trainern. Schon zu krass, finde ich. 42 Arcani.
Das ist nicht schlecht. Gerade wenn man hier früher im Spielverlauf hinkommt, könnte der ganz schön gefährlich werden. Monte Carbo, nice. Das Feuergestein-Pokémon von Pokémon Schwert und Schild. Sehr interessant. Hatte ich damals auch im Team. Fand ich sehr, sehr cool, das Ding. Finde ich immer noch. Der große Kohle-Steinberg. Das hat schon was. Ja, das ist schon geil. Ja, doch, der ist schon heftig. Letztes Pokémon von ihm. Wir bekommen hier sogar noch ganz gut EP. Pantinaraya. Das Boden. Ich wollte doch wechseln. War jetzt Elektro gut gegen Boden oder Boden Elektro? Ich weiß nicht. Kampf ist gut, okay, ja. Na dann. Was? Oh, das Ding hat, glaube ich, so viel KP. Eieiei. Krasser Tank, oder? Was? Warum zieht das jetzt so viel ab? Ist Gegenschlag die Attacke, dass es mehr Schaden macht, desto weniger KP man hat? Das hat ja mehr als doppelt so viel gemacht als zum ersten. Ja, wenn eigene KP niedrig sind. Ja, aber richtig niedrig sind die jetzt nicht, ne? Aber es ist gut zu wissen, das sollte man sich merken. Hatschi. Die machen alle komische Geräusche, nachdem sie besiegt sind. Okay, Saltigant, let's go. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz auf die Karte gucken. So, das haben wir hier jetzt abgecheckt. Ruinen auch. Okay, dann das hier noch. Das hier noch. Ja, also jetzt geht's hier weiter. Alles hier links davon haben wir quasi gemacht. Aber da unten ist ja auch noch ein Weg. Naja. Wir gehen erstmal hier ins große Feld. Geronimatz. Ah, okay, da kommt der Weg raus. Also es ist nur eine kleine Verbindung, wo es dann auch zum Schneegebiet fließend übergeht quasi. Gott sei Dank, weil ich hätte jetzt keinen Bock gehabt auf nochmal irgendwie einen komplizierten Weg und da ist der nächste Trainer. Aber der ist schon im Schnee. Deswegen, den machen wir nicht. Genau, hier ist dieser Steinweg. Der Übergang zwischen Schnee und Gras quasi. Ja. Und es ist ein starker Trainer. Naja, aber wir hatten jetzt schon so viele Kämpfe. Das wäre jetzt echt zu viel. Warte mal. Sind wir hier schon mal rausgegangen? Nein, hier waren wir noch nicht drin. Okay, das ist jetzt wieder so ein... What? Hä? Ach, der Weg ging ja noch weiter. Oh mein Gott. Stimmt, wir... Ja. Wir sind damals ja nicht... Genau, wir sind damals ja nur da runter. Genau, aber den richtigen Weg sind wir noch gar nicht zu Ende gegangen. Alter, jetzt kommen nochmal zwei Trainer, ey. Also, Mann. So flächenmäßig haben wir da heute echt gar nicht so viel Fortschritt geschafft, ne? Wahrscheinlich werden wir nicht mal die ganze Mistoras-Passage treffen. Die ist ja voll mit Trainern. Das wimmelt ja nur so. Wir haben nicht mal mehr eine halbe Stunde, ey. Oder ungefähr eine halbe Stunde. Das wird knapp. Ich glaube, wir werden nicht mehr Pinchauros erreichen. Und jetzt kommt es mit einem Haitaira, was so viel tankt. Ich habe keine Ahnung, was für ein Typ ist.
Aber Kampf war sehr effektiv. Das habe ich nicht gedacht. Dass das komplett killt. Boah, Alter. 4 Level-Ups. Hitzekoller. War das die 5-AP-Attacke? Ja, es senkt den Spezialangriff des Anwenders stark. Auch wenn es sehr stark ist, die Attacke an sich. Nee. Ist mir nicht wert. Das war wohl ein Ausrutscher. Boah, diese Gierspenz-Geräusche nerven so. Ah, und da ist dann... Genau, und da war die Höhle, wo wir gerade drin waren. Jemand ist auch noch verbrannt hier. Flamingo. Ja, komm. Und die nächste. Und da ist auch nochmal so eine Zwischenbrücke. Da werden wir mal gleich hinjumpen, würde ich sagen. Ich glaube, man könnte aber auch von oben sich runterfallen lassen. Denke ich mal. Aber nicht, dass ich es dann irgendwie vergesse oder übersehe. Die nächste Wanderin. Das ist doch jetzt locker schon die 12. oder 13. Trainerin, oder? Rambos, glaube ich, ist gar nicht so gut, weil er ist auch schwer. Hammerarm hat gekillt. Ja, da kann man sich auch droppen lassen. Aber mein Instinkt sagt mir, ich sollte da trotzdem hinspringen. Scheiß drauf. So, und da kommen wir jetzt wieder raus. Okay. Dann haben wir das auch. Der nächste Trainer. Ey. Ich meine, ist auch gut, weil das müssen wir sowieso machen. Also, dann haben wir halt Fortschritt im Sinne von Trainer. Haben wir halt viel Fortschritt gemacht. Flächenmäßig aber halt nicht. Aber ist egal, ob wir es jetzt machen oder nicht. Und diesmal ein ganz neues Charakterdesign. Ein Fettsack. Sönke. Krass. Dass die jetzt noch andere Charaktermodelle einführen. Ein bisschen spät. Naja gut, wenn man früher hinkommt, aber trotzdem. Normal wiederholen sich alle immer. Aber den haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja, Notuska. Schlicktri. Schlicktri müsste Boden sein. Vielleicht Wasser. Ich weiß nicht, ob ganz Vogita gut ist. Aber... Der sollte auch, oder die sollte auch mal wieder rankommen. Ist das eigentlich eine die oder ein der? Eher eine die, ne? Ja. Okay, aber es ist männliches Geschlecht. Oder ist doch männlich, oder? Ich verwechsel das immer. Aber blau müsste männlich sein. Was habe ich jetzt eigentlich eingesetzt? Rieshammer, oder? Ich glaube Rieshammer. Vor dir hat meine Speckschicht auch nicht geschützt. Aber vor der Kälte. Spreche aus Erfahrung. Okay, jetzt sind wir wieder auf der großen Fläche. Genau. Da können wir uns jetzt runterdroppen lassen. Wenn da nichts ist, dachte ich mir schon. Boah, ich dachte kurz ein Trainer, aber es ist ein Capuno. Das wäre Overkill, wenn jetzt hier noch ein Trainer wäre. Da wäre ich raus. Jetzt gehen wir mal ganz hoch hier. Bro, kletter doch bitte einfach. Ey, was macht denn der? Der spinnt da rum an der Wand. Da oben ist ein Raid.
Boah, man weiß gar nicht, wo man hin muss, ey, oder hin soll. Boah, die Lags! Wegen dem Schneesturm. Ultra-Lags gerade. Jetzt geht's wieder. Ah, nee, nee. Der Schnee sieht auch ein bisschen anders aus, oder? Das ist so ein richtiger Schneesturm. Hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht, oder? War sonst immer nur so leichter Schnee. Boah. Lasst es doch bitte, wenn ihr es von FPS nicht hinbekommt. Ist nur Abfuck dann. Aber mit guten FPS wäre das natürlich cool. Boah, das ist ja grausam. Von der Performance hier das schlimmste Moment im Spiel wahrscheinlich. Ich glaube, so konstante, miese FPS hatten wir noch nicht. Und der nächste Trainer, ey. Oh, Bruder. Langsam habe ich genug vom Kämpfen. Ja, aber wir können ihn ja schlecht auslassen. Und da ist auch noch so ein Gipfel, okay. Da waren wir, glaube ich, noch nicht drauf. Nee. Über den Ruinen. Auf dem kleinen, da waren wir aber schon. Boah, ich sehe nichts. Boah, schlimmer als Sandsturm. Ganz mies. Kunst aus Schnee. Ich wollte ein Kunstwerk aus Schnee erschaffen, deshalb bin ich hierher gekommen. Loretta. Das ist auch ein Charaktermodell, was man nicht so oft sieht. Die Künstlerin. Oder Künstler, ist wahrscheinlich auch ein Typ, ne? Keine Ahnung. Aber Lomeon ist schon mal interessant. Haben wir zwar schon wild gesehen, aber im Kampf glaube ich noch nicht. Oder? Ah, vielleicht doch. Ist ein schönes, sehr schönes, elegantes Pokémon. Okay, Eis. Keine Frage, Sclerocock. Und man kann auch, habe ich gesehen, im Restaurant in Mesclara bei der Normalarena den Terra-Typ des Pokémons ändern. Das wird wahrscheinlich, also es könnte auf jeden Fall interessant werden. Aber ich hatte bis hierhin jetzt noch kein Problem. Und außerdem benutze ich ja eigentlich kaum die Terra-Kristallisierung, weil bisher auch noch es kaum, sag ich mal, wirklich schwere Kämpfe gab. So, dass ich die jetzt unbedingt bräuchte. Aber falls das noch kommt, dann wissen wir Bescheid. Dann kann man da das ändern. Ich weiß nicht, was es dafür braucht oder wie viel das kostet oder was auch immer. Aber das werden wir uns wahrscheinlich auch noch angucken. Boah, ich will hier unbedingt raus aus diesem Schneesturm. Grausam. Also wenn das öfter im Eisgebiet vorkommt, dann wird das ja wirklich die Hölle, das zu erkunden. Mann, das nervt so. Ist hier immer Schneesturm oder ist das jetzt Pech? Egal. So, jetzt gehen wir runter. Dann haben wir quasi hier diese Linie fertig. Dann kommt jetzt das hier und das hier. Je nachdem, wie viele Trainer das sind, naja, wird wahrscheinlich nicht mehr ganz hinhauen heute. Aber ich bemühe mich. Und Gott sei Dank, hier ist kein Schneesturm mehr. Alter, wenn es im Eisgebiet öfter vorkommt, dann habe ich da ja gar keinen Bock drauf. Ich hoffe, vielleicht kann man das irgendwie ausmachen in den Effekten. Also in den Einstellungen kann man hoffentlich die Effekte irgendwie ausmachen. Ich denke, das geht. So eine Option muss es eigentlich geben, in jedem Spiel. Und da... Oh, da ist der nächste Trainer. Junge. Es geht hier ab. Gefühlt haben wir gleich 20 Trainerkämpfe hinter uns. Wildes Friedwolf. Nice. Aha. Schwer zu sehen von da. Noch eine TM. Auch sehr viele kleine Felsvorsprünge. Ein Pampros.
Und da ist jetzt wieder, genau, da sind wir jetzt wieder über dem Poké-Center. Ey, nein, nein! Aber nicht runter. Nur gucken. Da waren wir, glaube ich, gerade. Ja, hier waren wir schon. Okay, da geht es dann so weiter. Hier die Berge noch mitnehmen. Und dann geht es deutlich runter. Also das ist ja echt heftig, was die hier, wie die hier übertreiben, ey, mit den Trainern. Was? Okay, also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Hier ist kein Obstacle und ich war halt wirklich, ich war hier. Ich war am Abgrund hier und der ist da. Schaut mal diesen Unterschied. Auf der Entfernung war das ein Encounter. Das war auf jeden Fall, das war lächerlich. Also so heftig war das noch nie. Wir hatten letztens schon mal so einen Encounter, der weit weg war. Aber das hat es nochmal um einiges getoppt. Was zum Teufel? Was hier? Ich bin gar nicht eingezeichnet, dieser Weg. Okay. Na, ich werde das Gefühl nicht los, dass vielleicht da unten in diesem Höhlensystem doch noch was ist. Aber eigentlich denke ich schon, dass wir da alles haben. So. Es schneit schon wieder. Ich habe jedes Mal so Angst, dass jetzt wieder der Schneesturm losgeht. Da habe ich nämlich nicht so Lust drauf. Und da sehen wir schon Pinchorris. Ja, ist schon noch ein Stück. Und ich glaube sogar, wir waren kurz mal hinter Pinchorris. Und da habe ich, glaube ich, schon einen Trainer gesehen. Das heißt, diesen einen Trainer, den wir jetzt gerade gesehen haben, wird nicht der letzte sein hier. Da ist mindestens noch einer. Also wir haben mindestens noch zwei Kämpfe vor uns. Wahrscheinlich aber eher noch fünf Kämpfe. Okay, da kann man auch stehen. Das finde ich halt fies, solche Vorsprünge hier. Weil die sind nicht auf der Map eingezeichnet. Das kann man nicht wissen. Und da oben ist auch wieder so ein braunes Gebiet, wo man... Ja, da kann man auch stehen. Schau mal, wenn die da hier was hinplatzieren, das wäre so fies. Hier. Und da... Ah, hier war irgendwo diese... Ja, genau. Hier ist so ein kleiner grüner Fleck da. Ah ja, okay. Da ist auch ein Pfahl. Dachte mir schon, dass da was ist. Blaues Portal war ja beim Knusperwald. Und ich glaube, da waren auch nicht mehr viele Ketten. Vielleicht nur noch nur eine? Eventuell tut sich jetzt was. Nein. Okay. Aber nicht mehr lange. Und hier ist... Hä? Hier ist ein Weg? What? Hier kann man laufen? Ah, okay, okay. Boah, das ist ja jetzt kacke. Wann sollen wir diesen Weg hier machen? Ich glaube, den machen wir während des Eisgebiets, beziehungsweise danach. Ja, hier ist auch ein Trainer, ey, du willst mich doch verarschen. Nee, nee, ganz ehrlich, das machen wir noch nicht. Das zähle ich jetzt mal zum Eisgebiet. Eisgebiet und diese Steindinger, die machen wir nicht. Noch nicht. Oh Gott, das will ich. Okay. Komm. Guck hoch da. Okay, wir können runter. Hier ist nichts. Puh, puh, puh. Waren wir hier bei diesem Weg schon? Ja, ich glaube, da sind wir mal runter hier. Ja, ja, da haben wir das erste Mal diesen Trainer da hinten erspäht, der da steht.
Den machen wir gleich noch. Also, ich meine, hat aber auch irgendwo was Positives. Es wird nicht langweilig, sag ich mal. Es gibt immer was zu erzählen und etwas, worüber man sich aufregen kann. Ja, aber schön ist was anderes. Na gut. Die letzten Meter der Mistloris Passage nach Pinchoris machen wir dann im nächsten Part am Anfang. Wir haben noch 10 Minuten. Und das schaffen wir wahrscheinlich nicht ganz. Ich meine, wir können auch 15 Minuten machen oder 20 Minuten. Also ich will das eigentlich schon beenden. Aber wenn jetzt irgendwie wieder so 100 Trainer davor kommen, dann wird das nichts. Müssen wir uns davon abhängig machen, wie viele Trainer da noch sind. Ob wir es schaffen oder nicht. Und Schmierhain auf jeden Fall nicht mehr. Es war ja eigentlich der Plan, dass wir es heute noch machen. Ich dachte sogar, wir können heute schon mit dem Eisgebiet anfangen. Weil es ist ja flächenmäßig nicht groß, dieses Gebiet. Aber es hat halt sau viele unterirdische Gänge und Trainer. Das ist das Ding. Voltrian, da sollten wir wechseln. Feuer gegen Elektro. Ich verwechsel es immer. Ich probiere es nochmal. Kann sein, dass es andersrum ist. Aber dieser Steinweg, den wir jetzt da oben gesehen haben, das, sowas regt mich halt auf. Weil, woher willst du das denn wissen? So. Und du kannst ja auch nicht sehen, wo geht der Weg entlang, wann hört er auf und so. Oder gibt es da irgendwelche Hinweise auf der Map? Okay, anscheinend ist Feuer nicht sehr effektiv gegen Elektro. Aber vielleicht ist es ja... Doch, es hat doch Elektro, oder? Ich meine, es hat ja sogar Volt im Namen. Wie auch immer, es ist einfach schwach. Paramamo fast auf 65. Massive Auflauf. Das heißt wirklich Auflauf. Klingt irgendwie komisch. Massive Nudelaufläufe. Ein massiver Nudelauflauf ist aufgetaucht. Lecker. Okay. Ja, das lassen wir. Jetzt erst Mistloris Passage? Okay, das ist ein bisschen komisch. Am Anfang von der Mistloris Passage, also quasi wie man von Mesclara kommt, also nah, also sagen wir mal, der Wegabschnitt bei Mescloris ist die bei Mesclara ist die Mistloris Passage und bei Pinchoris ist auch die Mistloris Passage, aber dazwischen nicht. Da macht er mal gar keinen Sinn. Sehr komische Namensbenennung und sehr komisch strukturiert, was hier wozu gehört. Montanata kann ja trotzdem Mescloris Passage sein, oder? Komisch. Finde ich komisch. Oh, Schneesturm, ey, Junge. Lass es. Was ein Abfuck. Also das ist halt wirklich, das schränkt wirklich die Sicht ein, ne? Das ist wirklich heftig und das ist mit der FPS... Sehr unangenehm. So, wo geht's da jetzt hin? Achso. Genau, da geht's quasi um diesen... um diesen Stein. Und da... Da war der Ausgang. Da war doch bestimmt auch noch ein Trainer. Oder haben wir den schon besiegt? Waren wir jetzt auf diesen beiden Felsen hier oben? Aha. Okay. Ich glaube, also hier war auf jeden Fall noch ein Trainer, oder? Da hinten, aber ich weiß nicht, ob wir den schon besiegt haben. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, hier waren wir auch schon ganz kurz. Ja, ja. Ja, genau, beim Giftversteck. Junge, diese Scheiß, dieser Schneesturm. Ich kotze. Danke. Boah, es ist befreiend. Ey, das ist wirklich schlimm. Okay, vergesst es, wir schaffen es nicht mehr, die Folge. Einfach noch ein Trainer.
gehe mal ganz kurz hier auf diesen Felsen da, der mitten im Weg steht. Lol. Die leben aber hier ganz schön eng. Akrobatik. Hier ist noch ein Terra-Pokémon. Ah, und das hier, aha. Da waren wir schon, hier oben, das weiß ich. Ach komm, doch, wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Dann ist die Folge halt wieder deutlich länger als eine Stunde. Scheiß drauf. Selbst wenn es über eine Stunde 15 ist. Ich möchte diese Scheiße hier hinter mir haben. Sneeble. Das war echt. Echt der anstrengendste. Ja, Erkundungsteil bisher. Was heißt anstrengend? Der vollgepackteste, ja. Aber halt nicht spannend vollgepackt, sondern halt einfach nur vollgespammt. Mit schlechten Trainern. Ich weiß ja nicht, wenn man hier früher hinkommt, vielleicht sind die ja eine Herausforderung. Aber es ist einfach zu viel so. Viel zu viel. Kämpfen macht Spaß, aber nicht so in dieser Frequenz. Du willst nicht jede 2 Meter kämpfen. Also den noch und ich hoffe, das war's dann. Die sehen stark aus. Ich werde sowas von diesem Trainer-Counter reinhauen. Ich bin echt mal gespannt, wie viele es waren. Mika. Ich werde gleich... Ah, jetzt sehen wir auch mal diese Form. Die Gefechtform. Nein. Nein, die kennen wir ja schon. Nein, die Gefechtform ist die, die glatte. Die haben wir schon mal gesehen. Beim Eisgebiet, glaube ich, auch. Mal sehen, ob wir die andere noch finden. Ich weiß ja nicht, ob die wild auch so aussehen können. Bisher haben wir wild nur die normale Form gesehen. Alter, das hat ja gar keinen Schaden gemacht. Ach komm. Hammerarm. 90, ja. Okay. Rasender Stier. Das dürfte eine exklusive Attacke für ihn sein, oder? Gab's. Also ist, glaube ich, auch neu, oder? Die Attacke. Klingt aber ganz nice. Und passt natürlich wie angegossen zu ihm. Endspurt, Leute. Scheiß Schneesturm, hört auf. Da waren wir. Okay, das Ende ist nah. Gott sei Dank. Boah, ich dachte, es wäre ein Trainer. Es ist Wolverock. Junge, mach sowas nicht mit mir. Na, es war so klar. Das war der Trainer, den ich letztes Mal gesehen habe, wo wir kurz mal hier waren. Da haben wir die Östlichzone 3 erkundet und sind hier in die Nähe hingelaufen. Und genau, die haben wir, glaube ich, schon gesehen. Aber das müsste dann wirklich die letzte sein hier. Ja, bitte. Bitte lass die letzte sein. Die machen wir und dann haben wir es geschafft. Da kann man echt stolz auf sich sein. Beziehungsweise, ja, durchatmen. Dass wir das hinter uns haben. Ich meine, schlimm, es ist ja nicht schlimm so. Aber ist halt schon strange irgendwie. Waren wir jetzt eigentlich hier oben schon? Schon, oder? Ja, ja. Okay. Noch irgendwo ein Item. Ich glaube, da hinten war irgendwo noch was hier. Kein Item. Ich dachte, ich hätte hier noch eins übersehen. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Also, dann jetzt wirklich Finale. Das ist das Letzte, was wir heute machen. Der letzte Kampf. Dann haben wir es ja doch noch hinbekommen. Mein Wecker würde in 2 Minuten stellen. Das heißt, fast Punktlandung. Tamara. Ja, jetzt werde ich mal einfach eine Zahl schätzen, wie viele Trainer es waren. Und werde es dann erst im Schnitt erfahren quasi. Ich würde jetzt mal 17. Ja,
Ja, doch, 17. Ich sag 17 waren's. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Dauert aber noch, bis ich schneide, weil es kommen ja noch die ganzen anderen Folgen, die für euch natürlich schon längst draußen sind. So, geh einfach bitte, Riffex. Geh. Ich heile mich noch. Dann porte ich mich. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Beziehungsweise, nein, ich porte mich nicht. Beziehungsweise, ich porte mich vor das Gift versteckt. Den Schmierhain wollte ich ja noch mal ganz kurz anschauen. Noch genauer anschauen. Da waren wir zwar schon ein bisschen, aber wir haben auf jeden Fall noch nicht alles gesehen dort. Sogar, ich glaube, recht wenig dort gesehen. Da wollten wir damals, da haben wir einen Durchgang gesucht zum Kampfversteck. Vergebens. Warte mal, da ist ja ein Pokécenter. Wo laufe ich denn hin? Okay. Ich hoffe, jetzt ist alles synchron mit der Facecam. Und hat alles geklappt. Ich meine, ich nehme so auf wie bei den normalen Folgen. Mit einer Pause, die ich dazwischen hatte. Die Aufnahme ist jetzt 37 Minuten. Und bei den ganzen Folgen, die ungefähr so lang waren, war ja nie das Problem. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber selbst wenn es jetzt hier wieder so war, es sollte trotzdem nicht allzu schlimm sein, dass man es trotzdem noch schauen kann. Okay, Leute. Da gehen wir rein, nächste Folge. Okay, Leute. Durchatmen. Wir haben es geschafft. Das war heftig. Anstrengend. Okay, aber das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Und ciao.